Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ich möchte mal mit dir darüber sprechen, warum du immer noch Selbstzweifel hast, beziehungsweise was die 12 Selbstzweifel auch mit dir machen und warum du so auch nicht weiterkommst. Vielleicht kennst du Situationen, du hast dir was vorgenommen, du hast Ideen entwickelt, etwas zu machen. Du hast die Idee bekommen, durchzustarten, deinen Seelenplan zu entdecken, ihn auch zu leben und dies und jenes zu tun und bist voller Euphorie. Und dann schläfst du eine Nacht drüber und am nächsten Tag, bumm, alles wieder dahin. Wieder voller Selbstzweifel, du bist wieder zurück im Schneckenhaus und resignierst. Warum ist das so? Weil wir mit unserem süßen Köpfchen an alte Sachen, an vergangene Sachen, die vorbei sind, an vergangenen Kram, an vergangenen Mist, was irgendwann mal in unserem Leben war, welche Erfahrungen wir da auch immer mal gemacht haben, egal was, weil unser süßes Köpfchen daran anknüpft. Weil wir uns so von unserem süßen Köpfchen leiten lassen. Kennst den Ausspruch, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Und das machen wir dann eben nicht. Und dann sind wir wieder voller Selbstzweifel, weil unser Kopf wieder quatscht, quatscht, quatscht. Da habe ich doch die Erfahrung gemacht und dann habe ich doch den gesehen, der hat da die Erfahrung gemacht und bei dem hat es nicht funktioniert und da hat es nicht funktioniert. Und die Freundin hat auch letztens auch noch zu mir gesagt, mach das nur ja nicht. Und mein Mann sagt, ach, du hast doch schon so vieles probiert, komm jetzt nicht schon wieder mit was Neuem. Und. So, und dann knüpft unser Gehirn hier noch an vergangene eigene Situationen an und schwupps sind wir wieder im Schneckenhaus drin und sind wieder in der Gedankenschleife drin, sind wieder im alten Leben drin und das war es dann mal wieder mit dem Vorhaben durchzustarten, jetzt endlich den Seelenplan zu leben, zu entdecken und endlich einen Quantensprung im Leben zu machen und endlich rauszugehen aus diesem ganzen Drama und Dilemma und aus dem ganzen Schlamm und Schlamassel. Deshalb holen uns immer wieder Selbstzweifel ein. Und was machen Menschen, die durchstarten? Dazu darf ich mich ja jetzt irgendwo auch zählen. Ich bin ja auch mal durchgestartet. Ich habe ja auch mal im Schlamm drin gesteckt, im Schlamassel drin gesteckt. Was machen die anders? Die haben andere Gewohnheiten. Die haben andere Rituale. Die machen Dinge einfach anders als die Masse. Und die lassen sich nicht von den Selbstzweifeln aufhalten. Also glaub bitte nicht, dass ich befreit bin von Selbstzweifeln. Mein süßes Köpfchen, das sagt mir manchmal auch ganz andere Dinge, als mein Herz und mein Bauch mir sagen. Aber ich habe gelernt, mich darin zu üben, grundsätzlich auf mein Herz und auf meinen Bauch zu lauschen. Und was mein Kopfchen hier sagt, das zu beobachten. Lediglich zu beobachten. Sonst nichts. Und ich weiß ganz genau, und den Spruch hast du bestimmt von mir und von vielen anderen auch schon gehört, da, wo deine größten Ängste sind, wo deine größten Zweifel sind, wo du dann spontan aber vorher mal auf dein Herz gelauscht hast und die Impulse wahrgenommen hast und dir gesagt hast, so, jetzt geht's weiter und so Lichtblick am Horizont hattest, da steckt das größte Potenzial, das ist nun mal so. Und niemand kann dir dabei helfen, nur du kannst die Entscheidung treffen. Verdammt nochmal, ich gehe jetzt da einfach mal durch. Ich mache jetzt einfach mal den Quantensprung und lass mich nicht drauf ein, was mein Kopf mir sagt, sondern lausch einfach auf mein Herz. Und folge meinem Herzen. Und
Ich habe auch schon so oft gerade die letzten Tage gehört, das hört sich immer so einfach bei dir an. Im Prinzip ist das alles einfach, seinen Seelenplan zu leben, zu entdecken. Also erstmal zu entdecken und dann zu leben. Und die Schritte, die ich dir eben auch mit auf den Weg gebe, das musst du ja nicht alleine machen. Das machen wir ja gemeinsam in der Akademie. Du bekommst ja da alles von mir auf dem Silbertablett serviert. Das ist einfach umzusetzen. Das Schwierige daran ist, also was nicht unbedingt leicht ist, ist immer und immer wieder mal kleinere oder größere Hürden zu überwinden. Manchmal kann man drumherum gehen, manchmal springt man drüber, manchmal steht man vor der einen Hürde mal einen Tag, atmet mal wieder durch und dann geht es wieder weiter. Und das ist genau der Grund, warum du es letzten Endes alleine zumindest kurzfristig nicht schaffst. Die Lebenszeit ist das Wertvollste, was wir haben. Da können wir nichts zurückdrehen. Und deshalb ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, durchzustarten, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Damit wir nachher nicht irgendwann sagen, hätte ich doch nur, ich habe es von läppischen ein paar tausend Euro abhängig gemacht, um mir mein Traumleben zu kreieren. Und dann gilt es natürlich, sich von alten oder den jetzigen bisherigen Gewohnheiten zu verabschieden, also sich andere Gewohnheiten anzueignen. Zum Beispiel nicht morgens einfach aus dem Bett zu fallen und in den Tag zu fallen, sondern ganz bewusst, ich sage es jetzt mal, damit es mal ein bisschen hängen bleibt, in den neuen Tag einzuchecken. Jeden Tag auf ein neues. Immer und immer wieder in den neuen Tag einzuchecken. Was meine ich damit? Immer und immer wieder dein Mindset zu polieren. Das ist das Erste seit Jahren, was ich morgens mache. Mein Mindset, mein Köpfchen hier polieren. Sonst bin ich ganz schnell auch wieder voller Selbstzweifel und in meinen alten Gedankenmustern drin und umso mehr Energie bringe ich auf, um auf meinem Weg zu bleiben, meine Ideen umzusetzen, meiner Vision zu folgen, dir dabei zu helfen, auch deinen Seelenplan zu entdecken und zu leben, dir dein Traumleben nach deiner eigenen Vorstellung zu kreieren, dich zu lösen und zu befreien von all dem Kram, was dich bislang davon abhält, soziale Projekte zu unterstützen, was auch immer so dein Ding ist. Es geht in erster Linie dabei immer zentral um die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wo kannst du einen Mehrwert schaffen für die Welt, für andere Menschen? Und was daraus dann erfolgt, das ist der Erfolg, der erfolgt. Und damit einhergehend kommt dann eben auch die Geldenergie in dein Leben, weil du einfach auch dann dein Geldmindset, zum Beispiel in meiner Akademie, heilen wirst und dir erlaubst, auch Geld in dein Leben zu ziehen. Und dann eben auch soziale Projekte und was weiß ich, was dir auch immer am Herzen liegt, da unterstützen kannst. Schau mal, wenn du viel Geld in dein Leben ziehst und dir erlaubst, das zu empfangen, was kannst du alles mit Geld Gutes machen, Gutes tun hier für die Heilung von Mutter Erde mit beitragen und. Wir haben nur so ein krankes Mindset dazu. Die Woche hat mir noch jemand geschrieben, als ich eingeladen hatte zur Moneyfreude-Challenge: Geld interessiert mich nicht. Wenn Geld nicht interessiert, warum soll es dann zu dir kommen? Ein Mann, eine Frau, also wenn du ein Mann bist, eine Frau oder eine Frau, wenn du ein Mann bist, egal wie rum, spielt ja keine Rolle. Wenn du dir einen Partner suchst, eine Partnerin wünschst oder einen Partner wünschst, warum soll diese Person in dein Leben kommen, wenn sie dich nicht interessiert? Und so ist das mit Geld auch. Das ist nun mal so. Das ist einfach Fakt. Was dich nicht interessiert, warum soll es in dein Leben kommen? So, ich war beim morgendlichen Einchecken in den Tag. Das ist ein festes Ritual morgens, und als ich noch
als die Kinder noch in die Schule gegangen sind und was bei mir früher nie der Fall sein sollte, was ich nie wollte, ist so aus dem Bett fallen und die Kinder dann noch schnell wecken und dann schnell, 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 mach dich fertig, wie das in vielen Familien so Usus ist und so alle schon gestresst sind, wenn sie morgens aus dem Haus gehen. Das kam für mich nie in Frage. Das heißt, entsprechend früh ging mein Wecker immer, und zwar eine Stunde, bevor ich überhaupt die Kinder geweckt hatte. Als sie noch ins Gymnasium gingen, da sind die um 6:30 aus dem Haus. Das heißt, um 5:30 habe ich sie geweckt, damit da morgens Ruhe war, damit jeder so in den Tag reinkommen konnte, damit keine Hektik war. Und nicht hier Licht an und aus dem Bett hüpfen, sondern dass man so langsam in den Tag starten konnte. So, und ich brauchte eine Stunde für mich, um selbst mal da anzukommen in den Tag. Das heißt, um 4.30 Uhr ist jahrelang, solange meine Kinder in die Schule gingen, der Wecker gegangen. Da hieß es raus, und zu Zeiten, wo ich ja dann noch selbst im Büro gehockt hatte am Schreibtisch, als die Kinder dann weg waren, dann habe ich mich ins Auto gehockt, rein in den Stau, Stop and Go auf der Autobahn, Stop and Go, Stop and Go, und trübe Gesichter rechts und links gesehen. So, also morgens auf eine andere Art und Weise in den Tag einchecken, regelrecht einchecken. Vielleicht hilft dir das, diese Vorstellung. Jeden und jeden Tag neu bewusst in den Tag einchecken. Mit Ritualen, wo du dein Mindset polierst. Weil einer, selbst wenn du nachts nicht geschlafen hast, weil du dich, keine Ahnung, innerlich zerrissen fühlst, weil dir viele Sorgen und Probleme durch den Kopf gehen, weil du eigentlich durchstarten willst, weil du eigentlich dir dein Traumleben kreieren willst, aber voller Selbstzweifel bist und deshalb schon nachts nicht schlafen kannst. Einer hat morgens immer gut ausgeschlafen. Das ist dein Denker, das ist dein Verstand. Und deshalb hast du immer die Wahl, morgens deinen Verstand denken zu lassen, was er will, und du selbst dafür zu sorgen, dass du in den Tag eincheckst und dein Mindset polierst. Anfängst bewusst zu denken, jeden Tag auf ein neues. Und das heißt letzten Endes auch, das hast du bestimmt von mir auch schon mal gehört, du bist die Summe von den 5 Menschen, mit denen du dich überwiegend umgibst. Jetzt lass mal so Familie außen vor, Freunde, Arbeitskollegen, das Umfeld. Wenn du in dein Traumleben durchstarten möchtest, dann müssen wir ganz klar drüber sprechen, dass du dir nicht nur andere Gewohnheiten aneignen darfst, sondern dass du dir auch ein anderes Umfeld aneignen darfst. Mal das ganz krasse Beispiel. Der Obdachlose, der unter der Brücke lebt, mit wem umgibt er sich? Mit Menschen, die auch unter der Brücke liegen und erleben. Jemand, der schon Millionär ist, mit wem umgibt er sich? Nicht mit jemandem, der unter der Brücke liegt, sondern mit Millionären. Und wenn du aus deinem Leben oder dem Gefühl des Gelebtwerdens und wirklich dein Leben mal in die Hand nehmen willst, dann darfst du auch schauen, mit wem umgibst du dich, und darfst die Nähe von den Menschen suchen, die dort sind, wo du hin willst, oder zumindest die auch was anderes aus ihrem Leben machen wollen. Ich habe, als ich früher noch die Praxisräume hatte und so 1:1 Coachings gemacht hatte und ja halt klassischer Praxisalltag eben, ich muss so oft an eine Frau denken, die mir sagte, in spätestens 5 Jahren war das, glaube ich, arbeite ich nicht mehr da, wo ich jetzt arbeite, sondern folge ich definitiv meinem Herzen. Und das war zu einem Zeitpunkt, ich weiß, deshalb kann ich mich noch so genau daran erinnern, wo ich dachte, wow, wie viel nimmt die
aus unserem Coaching jetzt, aus unserer gemeinsamen Arbeit, die ist über einige Jahre immer regelmäßig zu mir gekommen und wir haben immer so ein Thema nach dem anderen gelöst und auch viel familiär gearbeitet, auch systemisch gearbeitet, weil es da einfach in der Familie verschiedene Brennpunkte gab, auch mit den Kindern und so weiter. Und im gleichen Moment dachte ich glaube, in meinem Leben jetzt habe ich nicht mehr den Mut, wirklich nur noch authentisch meinem Herzen zu folgen und mich im öffentlichen Dienst zu verabschieden. So, ich habe es schließlich gemacht, ich habe gekündigt und bin gegangen. Und was hat sie gemacht letzten Endes? Sie hat sich von ihren Selbstzweifeln und ihrem Umfeld, in dem sie sich nach wie vor befindet, halten lassen. Das hat sie letzten Endes gemacht. Sie hat sogar ihre Stelle noch aufgestockt und arbeitet inzwischen Fulltime. Damals hatte sie, keine Ahnung, halbtags oder dreiviertel oder so irgendwie gearbeitet wegen der Kinder und dann reicht das Geld ja hinten und vorne nicht. So, warum? Weil sie nicht durch ihre größten Ängsten und Selbstzweifel letzten Endes doch durchgegangen ist. Was habe ich, als ich noch, wenn wir jetzt gerade so bei dem Thema sind, du bist die Summe von den fünf Menschen, mit denen du dich immer umgibst, als ich noch im Büro gehockt habe. In der Mittagspause bin ich raus. Ich bin meist raus, auch in die Nähe von so einem Waldstück gefahren, habe eine kleine Runde im Wald gedreht und war mit mir alleine. Und habe auch da an meinem Mindset gearbeitet. Weil die Menschen, die mich dort umgeben haben, die waren einfach nicht dort, wo ich hin wollte. Und diese Gespräche, was da einfach läuft, das hätte mich ja runtergezogen. Ich hätte mich an diesen Gesprächen auch nicht beteiligen wollen. Das ist, bitte jetzt. Das ist alles okay, so wie es ist. Jeder darf ja dort sein, wo er hin möchte. Ich will damit nur sagen, jeder hat die Wahl. Und für mich hat es sich nicht gut angefühlt, da irgendwelche Gespräche mittags zu führen, wo ich gedacht habe, noch mehr wie ich gedacht habe, was hocke ich hier am Arbeitsplatz rum und mache Dinge, die überhaupt nicht an meinem Herzen entsprechen. Und dann in der Mittagspause noch mit Menschen meine Zeit zu verbringen und Gespräche zu führen, wo ich denke, gedacht habe, hey, das bringt mich jetzt nicht weiter, das zieht mich runter, das füttert nur noch mehr meine Selbstzweifel. Also habe ich mich da rausgehalten und bin da meine eigenen Wege gegangen. Also du hast immer die Wahl, wenn du deine Selbstzweifel überwinden willst. Also zum einen hast du jetzt zu Beginn ja mal erfahren, warum du so viele Selbstzweifel hast. Du kommst da nicht raus, solange du die nicht überwindest. Umfeld, in deinen Gewohnheiten gefangen hältst und nicht etwas änderst und mehr die Nähe von den Menschen suchst, die zumindest auch weiterkommen wollen im Leben und nicht deine Selbstzweifel noch schüren, oder du nicht auch die Nähe vermehrt von den Menschen suchst, die schon dort sind, wo du hin willst, bleibst du stecken. Das ist einfach so. Letzten Endes ist da auch nichts falsch. Jederzeit die Wahrheit. Stecken zu bleiben, dich von deinen Selbstzweifeln zurückhalten zu lassen, in den alten Gewohnheiten auch drin zu bleiben oder durchzusteigen. Und da, wo deine größten Ängste, deine größten Selbstzweifel sind, da steckt dein größtes, steckt definitiv dein größtes Potenzial. Der einfachste Weg, den du gehen kannst, ist, dich an die Hand nehmen zu lassen und dir einfach helfen.